Hallo, ich bin Abdel Karim. Ich bin 39 Jahre alt, ich komme aus Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern und ich freue mich, bei der Grätlein-Show dabei zu sein. Unser Bundesland besteht aus zwei Teilen, Mecklenburg und Vorpommern. Und wir haben zwei Küsten, die West und die East Coast. Nur, dass bei uns beide Küsten im Norden liegen. Mit diesem einmaligen Rekord haben wir es sogar bis in den Atlas geschafft. So. Bei uns im Norden muss wirklich jeder Mensch sein Essen selber besorgen. Und das geht. Und das hier ist ein Foto von meinem Vater. Er ist hierher gezogen, da war Mecklenburg-Vorpommern noch Polen. Und er fühlt sich hier wohl. Und ich auch. Ja Leute, was soll ich sagen? Ein Moslem im Osten. Mehr Bollywood geht eigentlich gar nicht. Doch, ihr habt jetzt die einmalige Chance, mich vor der Abschiebung zu retten. Einfach für mich anrufen, ich würde mich freuen. Bis dann, ciao, ciao. Für Mecklenburg-Vorpommern aus Bielefeld, Abdel Karim. Thank you, everybody. Wow. Danke. Dankeschön. Hey. Wow. Danke. Dankeschön. Hey, das ist der Liebe. Wow, great fan. Hey. I appreciate the whole situation. Woo! Das sieht aus wie so eine Jury-Sendung. Ihr drei müsst mich gleich bewerten, aber es sind die anderen Menschen da draußen. Ich muss ehrlich zugeben, mein Traum wird wahr. Auch meine Familie freut sich. Ich auf der Bühne und die Band heißt Sprengstoff. Das ist wirklich der absolute Durchbruch. Danke sehr. Abdel Karim und nicht seine Band! Au. Toll. Ja, it runs. Mr. Trump, stop it! Großdenken. Gut. Wir kennen uns ja alle, ich finde das gut. Falls mich jemand nicht kennt, jetzt kann man denken, Ostdeutschland, Glatze, Braun. Nein, ich bin nicht der Bruder von Attila Hildmann. Das ist eine andere Geschichte. Ich vertrete heute Mecklenburg-Vorpommern oder wie wir das ganz süß nennen, MacPom. MacPom, muss ich zugeben, ist ein tolles Bundesland. Wir haben tolle Strände, Ostsee habe ich ja schon erwähnt, tolles Essen. Was ich aber nicht verstehe, warum klingen viele Städte bei uns arabisch? Dagun, Demmin, Lassan, marokkanische Tick, Trick und Track. Oder Anklam. Anklam klingt wirklich arabisch. Anklam. Anklam! Wenn man einem Flüchtling sagt, du musst nach Anklam, der glaubt, der muss zurück. Da ist Krieg. Nein, nicht Anklam. Nein, stopp. Und wir haben sehr viele Orte mit Ü. Ügrationshintergrund. Ich finde das wirklich grandios. Gülz, Klütz, Müritz, Lüso, Tützpatz. Wer verarscht hier eigentlich wen? Man weiß es nicht. Übrigens ein schönes deutsch-türkische Merkformel, um Corona endlich in den Griff zu kriegen. Lüften, Lütfen. Özcan, du kannst später übersetzen. Lüften, sehr Lütfen. Sehr gut. Ja, ich habe ein paar türkische Freunde. Gut. ja, sehr toll. Großartig. Nein, ich glaube übrigens gar nicht an Corona. Ich glaube, Corona ist eine Ablenkung von der Regierung, damit wir nicht merken, dass Deutschland gerade islamisiert wird. Das ist kein Scherz. Ich meine, ganz ehrlich, Verschleierungspflicht, Alkoholverbot, Weihnachtsmärkte abgesagt. Der Fall ist klar, das ist Islamisierung. Ich trinke eh keinen Alkohol und ich weiß ganz genau, egal aus welchen Gründen man nicht trinkt, man ist immer sofort im Kreuzverhör, wenn man nicht trinkt. Warum trinkst du denn nicht? Willst du darüber reden? Auch Domian wird bei dir auflegen. Man hört alles Mögliche. Man ist als Nichttrinker in Deutschland am Ende der Nahrungskette angekommen. Es gibt nur noch eine Gruppe, die noch hinter uns ist. Veganer sind noch vor uns, finde ich ein bisschen tragisch. Aber eine Gruppe bleibt für immer hinter uns. Menschen, die im Supermarkt den Fahrradhelm auflassen. Die gibt es wirklich. Ich verstehe, man muss alles akzeptieren. Wir sind ein tolerantes Land. Ich glaube, das sind Lehrer. Ich weiß es nicht, aber es muss eine Begründung für so ein Verhalten geben. Und ich finde, Lehrer ist als Begründung ausreichend. Oder ein Blind Date. Das kann auch sein. Wir treffen uns mit Fahrradhelm am Tomatenstand. Wackel mit dem Kopf, ich werde dich sehen. Huhu. Ich unterhalte mich sehr gerne mit Menschen. Das merkt ihr, glaube ich, auch ein bisschen. Ich wurde heute im Zug auf Englisch angesprochen. Ich werde oft auf Englisch angesprochen. Die Menschen sehen mich und sagen, aha, ist ein Engländer. Hey, well, I don't know. Auf jeden Fall kam der Typ zu mir und sagte, your ticket, please. Ich so, sorry, I don't have it, I'm a black driver. Und dann sagte er seinem Kollegen, wirklich, mach du mal, ich kann nicht so gut Englisch. Das ist schon was anderes. Gut, der Gag verpufft ein bisschen. Hey, it's comedy, you never know what the people are gonna say.
letzte Story, eine Anekdote, dass wir merken, es ist auch wichtig, dass wir mehr miteinander reden. Die Geschichte ist echt passiert. Ich war spazieren. Eine ältere Frau war da mit ihrem Sohn, der war ungefähr 5 Jahre alt. Ich gehe vorbei, der Junge schaut mich wirklich so an. Und die Mutter sagt zu ihrem Sohn, ja, Räuber Hotzenplotz. Ich habe gegoogelt, sie hat leider ein bisschen recht, muss ich sagen. Das war's von mir. Passt auf euch auf und auch auf die anderen. Dankeschön. Thank you. Danke sehr. Abdel Karim.